Ja, es tut mir leid, Leute. Ich konnte nicht widerstehen. Wir haben noch mal so einen Buy-a-Box-Booster. Es ging nicht anders. Ich musste zuschlagen. Es war günstig. Es war da und ich wollte es haben. So, Buy-a-Box Ixalan. Wir haben hier Priest of the Waking Sun. Für ein Mana 1-1, Human Cleric, zu Beginn des Upkeeps, wenn man einen Dinosaurier aus der Hand vorzeigt, kriegt man zwei Leben. Für 5 Mana kann man den opfern und dein Deck nach einer Dinosaurierkarte so und dir auf die Hand nehmen. Der ist gut. Der ist tatsächlich gut. Pull from Tomorrow, 2 blaue Mana und X, draw X Card, der nächste Discard a Card. Also man wirft nur eine Karte ab. Das ist gut. Wheel of Invention, die Karte ist gut. Die wird sogar gespielt, ziemlich viel sogar. 3 blaue und X. Improvise, man kann also Artefakte tappen, um die günstiger zu machen. Und man kann sein Deck dann am Artefakt Mana kosten X oder weniger aus durchsuchen und sie auf die Hand nehmen. Danach wird das Deck gemischt. Kultiv Kavaran, 3 Mana, 5-5 Vehicle mit Crew 3, also man muss eine 3er-Kreatur tappen, damit die zum 5-5er wird. Und tappen, man bekommt Mana beliebiger Farbe. Voll! Irrigate Farmland. Oh, hübsch, hübsch. Da ist ein Plains, ein Island, kommt getappt ins Spiel, kann man cyclen und man kann halt für ein blaues oder ein weißes tappen. Fairgrounds Warden, 3 Mana 1-3, wenn er ins Spielfeld kommt, exiliert man eine Kreatur, bis der das Spiel verlässt. Okay. Ja, stimmt, hier waren die hübschen Mountains drin. Oh ja. Von Rebecca Guay. Wenn man das sieht, man sieht das. Ja, dann eine Ebene noch. Und der Burning Suns Avatar, wie in jedem Booster. Ja, ihr merkt, ich habe ein bisschen durchgesputet. Ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen, den Akku aufzuladen. Das ist ein cooles Booster. Ich finde die Karte super. Muss den noch im Commander spielen. Dementsprechend, ich bin zufrieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Ciao, ciao.